Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Life of a Medieval Engineer. So, wie ihr seht, ich hatte gerade nochmal Besuch. Da liegt noch ein Sack, da liegt noch ein Sack. Und diese fliegenden Bäume hier. Ich hoffe echt, dass sich das noch gibt hier. Ich hoffe echt, die kriegen noch einen normalen Stamm. Weil das wäre sonst echt blöd, düdöd. So, wir wollten ja die Sawmill machen. Da ich jetzt aber noch nicht genau weiß, wo wir die jetzt hinklatschen. Und ich habe mir jetzt gerade schon überlegt, beziehungsweise wo wir sie hinpacken. Und ich habe mir jetzt gerade schon so ein bisschen überlegt, das wäre ja doch nicht verkehrt, wenn wir die eigentlich gleich hier so daneben packen. So, meinetwegen mit einem Haus und dann daneben, hier liegt noch ein Beutel, okay. Ach, der war kurz vorher da. Alles klar. Also, nach der letzten Folge kurz vorher, weil das hier war jetzt gerade der letzte. Ja, ich weiß, ich habe vergessen, die Türen zuzumachen. Hatte ich dann auch noch off. So, dass wir die dann doch hier hinpacken. Dass ich jetzt quasi, ich hatte mir das jetzt irgendwie noch nicht so richtig überlegt, aber ich meine, das können wir jetzt quasi spontan zusammen machen. Dass man das, das nervt, das ist echt, ich weiß auch nicht, das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Habe ich jetzt noch eine Schippe? Ne, die habe ich natürlich wieder drin gelassen, denke ich mal. Ja. Also muss ich doch erstmal holen. Gut, ich könnte das jetzt natürlich auch mit Landscape-Sticks anpassen und alles Mögliche, aber ich habe mir gedacht, warum? Weil man kann ja die Gegend nutzen, so wie sie da ist. Das heißt, wenn jetzt quasi, ich mäßig hätte auch schon mal die kaputtere nehmen können, wenn jetzt quasi der Berg, die Gegend so nach oben geht, wie sie jetzt hier gerade das macht. So, bloß mal das wegnehmen. Und dann mal den nächsten setzen. Das wird jetzt ein Hin und Her. Ich hoffe, bloß das dauert alles nicht so lange. Weil eigentlich wollte ich schon ein bisschen was schaffen. Überall da bloß, wo Gras durchglitscht. Hier geht's. So. Dass man hier nochmal einen Weg. Da ist liegt der Beutel da im Weg. Auch super. So, und vielleicht an solchen Stellen, dass wir jetzt quasi hier keinen Dreierdurchgang haben, sondern quasi bloß wie so eine kleine Gasse. Dass man dann hier quasi ein bisschen die Höhe vom Gebiet anpassen, so dass das Haus ein bisschen erhöht sitzt. So hatte ich mir das jetzt quasi gerade ein bisschen überlegt. Dann Oma wegnehmen. Die Kante machen wir immer noch sauber. Und wenn wir dann mal ein richtiges Gebäude sowas bauen, dann machen wir auch mit ordentlich Fundament und dann machen wir das dann auch mal mit den Landscape Sticks. Gerade falls es noch welche unter euch gibt, die jetzt damit nicht so klar kommen, musste mich da auch schon mal reinfuchsen. Ja, komm, dann nehme ich es halt mal kurz. Den können wir gleich mal wegnehmen hier. So, dann gucken wir jetzt mal, ob das passt. Ich hoffe, meine kleinen Steine reichen eigentlich auch noch dafür. Da habe ich jetzt vorher gar nicht nachgeguckt. Sonst wird das lustig. Mit dem ganzen Geformen. Eigentlich wollte ich gar nicht so viele Folgen ohne Muffy machen, aber das bot sich jetzt quasi von meiner Seite her aus an. Und deswegen habe ich das jetzt gerade mal so beschlossen. Oh, ich habe keine kleinen Steine mehr. Verdammt. Habe ich noch große Steine? Ich glaube auch nicht mehr viel. Aber es könnte reichen. Es könnte reichen. Oh Gott. So, da müssen wir mal kurz ein bisschen was zermahlen gehen. Das geht ja Gott sei Dank relativ schnell. So, machen wir gleich wieder den hier. So, und wir kriegen auch gleich wieder ein bisschen Eisen dabei raus. Also werde ich dann, bevor ich die nächste Folge mache, bestimmt nochmal Stein formen müssen. Das wird wohl nicht ausbleiben. Ach, und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Jetzt ist mein Inventar voll. Okay, dann müssen wir erstmal die Steine verwursten. Ich glaube, wir machen dann vorher nochmal eine andere Quest wegen den ganzen Storage-Boxen. Bevor wir das mit der Sawmill wirklich richtig angehen. Ich glaube, das macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Wenn wir erstmal irgendwas haben, wo wir dann auch unser Zeug lagern können. Dann können wir hier draußen so dekotechnisch noch ein paar Kisten hinpacken. Auch an den Turm. Oder dann quasi beziehungsweise auch für die Mühle. Ich könnte zum Beispiel. Ach, ich glaube, die Fässer kann ich ja schon machen, oder? So. Ja, mal gucken. Muss gleich mal gucken, schnell. So. Okay, haben wir das. Das fülle ich dann auch noch auf. Das ist jetzt kein Problem. Guck mal, hier haben wir sogar schon fast stehen. Und da sind Totenköpfe drin. Hahaha. So.
Da werde ich jetzt mal gucken, kann ich noch welche herstellen? Barrel. Ah, eins noch, okay. Da könnte ich nämlich das wenigstens schon mal kurzfristig irgendwo anders lagern. Beziehungsweise zwischendurch mal, ich bräuchte eigentlich noch Medical Ports. Aber warte mal, ich habe ja ein Schwert. Ich habe ja gerade ein Schwert gekriegt. Ist das das Metal Rusty? Ja. So, dann brauchen wir jetzt noch was zum Feuern. Und dann geht's los. Ich glaube, ich sollte mir doch mal Kohle herstellen. Aber ich glaube, das sollte ich dann machen, wenn ich dann wirklich so in der Option bin, dass wir es dann wirklich auch haben. So, kann ich jetzt noch. Ach, und jetzt habe ich keine Planken mehr. Verdammt. Shit. So, ich glaube, ich weiß, die Timber waren, glaube ich, vorbereitet, aber da müssen wir jetzt mal kurz durch. Wenn nicht, dann muss ich dann nochmal neue Timbers nachcraften. Hallo Z. Das kommt halt davon, wenn man alles in der Folge macht und nicht und nichts vorbereitet. So, ich würde sagen, machen wir erstmal nochmal zwei. Die Barrels können wir dann ja für was anderes nehmen. Die werden jetzt bloß erstmal als notdürftige Lagerkapazität genutzt. Und die kann ich ja Gott sei Dank stacken, das ist jetzt nicht so schlimm. Bloß da könnten wir die nämlich erstmal hier hinten in die Ecke mitklatschen. Dass wir hier erstmal das Nötigste reinpacken. So. Stehen die jetzt in der Wand? Nö. Okay. So. Genau. Da können wir hier jetzt nämlich mal die ganzen Wurzeln reinschießen. Hier machen wir zum Beispiel die ganzen Gewürze. Und hier können wir die ganzen Beeren reinschnipsen. So, da haben wir jetzt wenigstens schon mal ein bisschen Platz. Und dann können wir jetzt nämlich auch noch den Rest Stein verwursten, den wir jetzt noch haben. Ja, toll, waren eh nur noch 10, nicht mal ganz 10 Stück, aber fast. So, okay. Gut. Dann hätte ich das nämlich so gedacht, dass wir das jetzt hier quasi, wo das über die ganze Breite machen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir das die ganze Breite machen. Weil eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Platz. Oder ja gut, der Müller müsste ja auch irgendwo wohnen dann, beziehungsweise der, der das Teil betreibt. So, weil hier geht es dann nämlich schon in den Boden. Das ist aber gar nicht so schlimm. So, ich nehme jetzt erstmal die volle Breite. Gucke jetzt erstmal, wie weit ich hier komme. Ah, siehst du, und hier kann ich schon keine mehr hinsetzen. Okay, das macht aber nichts diesmal. Das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. So, gucken wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Mit Barbasteln. Ja, und hier guckt natürlich wieder das Gras durch. Aber da kommt ja eh noch was oben drauf. Also von daher, das Haus kommt ja eh ein bisschen höher. Da ist das jetzt nicht so schlimm. Da können wir das ruhig verschmerzen. Mit den Steinen wird es halt echt eng. Der ist auch durch. Und dann kann ich ja wenigstens schon mal so ein bisschen das Grundgerüst stellen, damit wir wissen, was wir an Stein überhaupt noch brauchen. Was ja definitiv immer viel sein wird. So, um das nicht so schnöde aussehen zu lassen, würde ich nämlich sagen, wir tun dann noch, genau, die habe ich nämlich noch. Machen wir es quasi wie da drüben. Jetzt ist bloß die Frage, ich glaube, ich lasse hier hinten mal lieber auch noch eben Platz. So, dann müsste ich das jetzt auch noch mal drehen, halt. So, fangen wir hier quasi an. Ach so, nee, da müsste ich den ersten Bogen aber hier setzen. Ach, warte mal, nee, das geht ja gar nicht, weil sonst kann ich ja die Blöcke gar nicht mehr setzen. Die müsste ich ja doch hier hinsetzen. Ja. Genau, die müsste ich ja hier hinsetzen. Ach, jetzt hat man fast einen Denkfehler gehabt. Bloß gut, dass ich es noch gemerkt habe. Also ich hätte fast den Denkfehler gehabt. Ihr könnt ja nichts dafür. So, genau, da können wir dann noch einen Pillar reinstellen. Also wer sich jetzt noch keine Vorstellung hat, wie das aussehen sollte, beziehungsweise wie das aussehen könnte, keine Panik, ich weiß auch nicht, was ich gerade hier mache. Ihr seid da definitiv nicht allein. So, und dann könnte man zum Beispiel, weil hier kommt dann die Straße.
Pack mal hier noch einen rein. Mal hier kommt noch einer. Ne, dann gehe ich, glaube ich. Warte mal, das wieder zu viel. Bruch, 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 bruch. Weil normalerweise müsste ich jetzt. Okay, warte mal. Ne, das würde ja sogar gehen. Klar, das würde ja sogar hindern. Okay. Haben wir das so geklärt? So. Also nicht wundern, hier hinten kommen jetzt dann auch noch mal normale Cubes hin. Also diese hier. So, so, so. Das soll einfach nur eine Art Verschönerung sein, dass das Zeug nicht einfach nur so rumsteht. Sticks haben wir Gott sei Dank genug. Bin mir jetzt bloß noch nicht so einig, wie in welchem Ausmaß ich das Ganze enden lasse. Also zum Beispiel, wie groß ich das jetzt mache. Aber so groß wie das erste Haus wird es definitiv nicht werden. So, wartet mal, wir könnten eigentlich hier noch. Dann müssten wir jetzt eigentlich eine schöne Viererbreite haben. Den kann ich noch nicht. Und der ist schon gesetzt. So, dann haben wir jetzt eine Breite von 1, 2, 3, 4. Genau. Das sollte ja für ein Müllerhaus theoretisch eigentlich reichen. So, dann könnten wir hier schon mal die Straße weiter vorziehen. So, und hier sehen wir dann gleich wieder, was mich nervt. So, ungefähr bis hierher. Weil ob ich das dann mit Treppen oder mit Rampen mache, weiß ich noch nicht. Es kann doch sein, dass ich die Straße hier gerade durchziehe und dann eben halt bloß das Haus anpasse. Also was hier ist, das Haus anpassen, das Gelände halt anpasse. So. Bloß da ich euch jetzt in der Folge nicht mit hier, mit irgendwelchen Geschichten langweilen möchte, wie zum Beispiel, dass man hier ständig hin und her schalten muss. Machen wir das jetzt einfach mal so geschickterweise. Da muss ich nämlich nicht hin und her schalten. So, weil das muss weg, das muss weg und das muss noch weg. Und die Ecke muss auch noch weg. So. Zack. Zack. Dann kann man das nämlich auch gleich noch ein bisschen ausheben. So. Und du musst auch noch weg. Gut, hier drüben passt das eh nicht ganz. Oh, das war nicht so gut. Das war auf das Grid. So. Also wie ihr seht, ich mag das nicht, wenn das jetzt, wenn das Gras hier so durchglitscht oder die Erde so hoch ist. Das mag ich nicht. Bloß bei dem Wesig, da sieht man das dann hinterher nicht mehr. Da ist das nicht ganz so schlimm. So. Zack, zack, zack. Und da sehen wir jetzt schon, es wird einiges an Stein kosten. Ich würde sagen, wir gehen aber vielleicht sogar noch eins hier rein. Dass wir dann vielleicht genau am Ende oben sind. Weil hier kommen dann ja auch nochmal diese Wände drauf. Nimmt der jetzt alles weg? Ne, ist wohl ja klar. Okay, dann setzen wir das jetzt hier erstmal. So. Ja gut, die Reihe können wir auch noch setzen. Hier ist es dann ja eh, doch, hier ist es auch noch unten. Okay, also machen wir die jetzt auch noch mit. So. Dann muss ich mal gucken, kann ich hier buddeln? Ja, kann ich natürlich nicht buddeln. Kann ich ja schon am Ende buddeln. So. Könnte das ja theoretisch sogar so machen, dass die Straße hier unten bleibt, dass man eben zu dem Haus bloß hochkommt. Da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Das müsste man ja alles hinkriechen. So, warte mal, bei dem ist es gar nicht so schlimm, aber hier, das ist ja Straße. Also, das muss weg. Also, es wird jetzt alles ein bisschen doppelt und dreifach gesetzt, aber das ist jetzt einfach mal so. Ich will halt bloß, dass es ordentlich aussieht und kein Gras durch die Betonsteine glitscht. Das mag ich nicht. Aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. So, ich hoffe bloß, dass das dann auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und wenn jetzt nicht gleich die Schippe den Arsch hoch macht, dann sieht das doch alles schon mal nicht schlecht aus. So. Das nicht, dass da noch Erde rausguckt. Müssen wir nämlich auch aufpassen. Ja, den auch mal ein bisschen flauer hier. Die muss ich dann nochmal wegnehmen.
Du musst noch weg. So. Jetzt. Oh, jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Zack. 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 So. Und da weiß ich schon mal, was ich jetzt zwischen den Folgen machen kann, nämlich Steine farmen. Bumm. So. Haben wir die letzten zwei auch noch hier. Das Gras schon ein bisschen weg, so. Hätte das jetzt auch anders machen können, aber da hätte ich jetzt erst einen Flug bauen müssen, beziehungsweise einen Plow. So. Das schon mal zu dem Weiteren. Ja. Ja, Kollege, ich habe keine Zeit. Naja, da kommst du ja da eh nicht hoch. Bumm. Au. Wieso triffst du mich? Hä? So, danke für die Metal Parts. Ja, toll. Ich weiß, ich habe es schon wieder mitgenommen. Hoppala. Den wollte ich jetzt treten. So, dann können wir dann hier eine Totenkopfkiste aufmachen, ja, das ist ja echt Wahnsinn. So, weil dann würde es hier nämlich auch weitergehen, jetzt kann ich wieder umswitchen. Mit diesen, oder machen wir hier gleich den Bogen, weil das ist ja bloß eine Viererbreite. Weil dann müsste ich ja hier, aber gleich um die Ecke einen Bogen, das sieht vielleicht auch doof aus, ja? Das ist jetzt die Frage. Oder ich mach's 5 breit. Ja, genau. Gerade Zahlen sind eh immer Mist. Also von daher könnte man das ruhig so machen. Dann machen wir den 5 breit. Also das Häusle. Also klatschen wir jetzt hier mal noch eine Reihe dran. Der geht unten. Ging der nicht auch gerade nach unten? Ne. Achso, dann müsste ich den hier aber vielleicht auch schon mal bauen, ne? Steine habe ich ja noch. Dann kann ich die nämlich auch schon hier drauf setzen. Achso, dann komme ich aber an die nicht mehr ran. Na gut, ist es von dort. Ja, das machen wir jetzt einfach so. Ich hoffe bloß, ich habe da drin keinen vergessen. Ansonsten muss ich den dann von oben setzen. So, dann machen wir das Ganze jetzt noch 5er breit. Ich habe eh gemerkt, dass unrunde Zahlen eh immer am besten sind, gerade bei sowas. Dann haben wir hier jetzt mal wieder das gleiche Spiel. Hier müssen wir dann nochmal wegnehmen. Dass wir das Gras wegkriegen. Hey. Hey. Mach das jetzt ordentlich. Hallo. So. Zack. Und die Schippe. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu akribisch, was das angeht, aber das ist dann jetzt so. Damit muss ich ja leben, nicht ihr. So, okay. Gut, dann haben wir das. Ach, den jetzt gar nicht wegmachen brauchen, sehe ich gerade. Und ja bloß die drei hier. Eigentlich. So, dann haben wir das. Und dann haben wir hier wieder. Das war jetzt zu weit. Zack. Dann hätten wir hier jetzt wieder die Wand. So, genau. Und dann würden hier jetzt nämlich wieder diese da reinkommen. Und dann haben wir nämlich schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Hier mache ich dann einfach bloß Pillar hin, dass das dann hinpasst. Dann könnte man das nämlich auf der Seite jetzt auch nochmal schnell machen. Ob ich das dann hier ausbuddeln tue, weiß ich noch nicht. Weil ihr seht ja, wie hoch das Gelände jetzt hier schon geht. Das könnte man dann theoretisch auch so lassen, weil das stützt nämlich auch gleich noch ein bisschen mit. Weil es gibt keine bessere Stütze wie Erdboden. Das ist einfach so. So, hier wird man es dann genauso machen. Zack, dahin gesetzt. Und dann nochmal hier. Hier eigentlich, ja. Aber da sitzt doch jetzt noch nichts, oder? Ja gut, dann machen wir das dann hinterher. So. Gut.
Ja, sieht ziemlich bobber aus. Aber dann könnte man jetzt hier zum Beispiel. Ach so, nee, da müsste ich die hier unten ersparen. Ach, warte mal, jetzt kriege ich hier aber gar keine Treppe mehr hoch. Dann müsste ich die Seite sogar clean lassen. Stimmt. Dann müsste ich die Seite clean lassen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich die Seite nämlich. Aha, das ist sehr cool. Hey, das fetzt. Doch, das ist cool. Ja, weil dann muss ich die Seite clean lassen, weil sonst kann ich hier die Treppe nicht hochziehen. Reicht das noch? Ne, reicht natürlich nicht mehr. Oh, ja, klar. So, hauen wir wenigstens den Stick schon mal rein. Hey. Wieso, wie sieht denn den Block nicht an? Ach, hier macht das. Wenn ich auf der Erde gucke, macht das. Das ist auch gut. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles für Treppen? Die gibt es ja nicht als Treppe, oder? Ich würde fast behaupten, wir machen das auch noch ein schmaler hier. Das Blöde ist halt, da muss man eben immer hier rumlaufen. Was ist denn das für eine Länge? Warte mal, das ist eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ja, das ist auch gerade eine ungerade Zahl. Das geht sich ganz gut aus eigentlich. Notfalls könnte ich es auch noch eins nach hinten verlängern. Aber gut, wir hätten ja zum Beispiel noch diese Möglichkeit. Oder ist halt schlimm, dass es sowas nicht als Treppe gibt. Ja. Weil mit einer Rampe, ich meine, gut, die Rampe, ja, die geht nicht so steil hoch, aber. Drei, sechs, sechs mal sechs, was ist das eigentlich? Muss ich doch gleich mal gucken. Das ist jetzt 3, 6. Ach so, das sind sogar noch. Ah. Ja, hallo, guck mal, da könnte man doch die fast nehmen, hä? Ich weiß bloß nicht, ich weiß halt nicht, wie die von der Textur her aussehen. Ach komm, das probieren wir. Sonst muss ich eben irgendwie noch mal schnell zwischen ein paar kleine Stähne holen. Mal außen könnte man zum Beispiel, genau, das machen wir jetzt mal so. Wir machen das mal außen hier und zum Vergleich nehmen wir dann mal das. So, was brauche ich jetzt dafür? Ja, ich habe natürlich keine kleinen Steine mehr. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Ich glaube, die sind fertig, oder? Ja, angepflanzt habe ich jetzt noch nicht geschafft. Das habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen, weil ich mir erstmal mehr Kopf mit dem Haus jetzt gemacht hatte. Weil zwischendurch hatte ich überhaupt keine Idee, wie man eigentlich weiterbauen könnte. Da hätte mir jetzt Muffy, da fehlt mir Muffy jetzt eindeutig. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, dass mir da der Muffy Puffy fehlt. Weil Muffy hat auch immer eigentlich ganz gute Ideen, was das angeht. Aber wir brauchen ja dringendst eine Sägemühle für Holz und so. Sehr, sehr dringend. Ich glaube, ohne Sägemühle sind wir irgendwann aufgeschmissen. Da kommt dann nämlich die Holzproduktion nicht hinterher und außerdem kriegt man ja dann noch ein bisschen mehr raus. Aber na gut, es wird ja langsam hoffentlich mal werden. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch ein paar kleine Steine rumliegen. Hier haben wir noch welche. Auf die Kartenstückchen achte ich jetzt mal nicht so. Seitdem ich weiß, dass es nur noch ein Kartenstück gibt, ist mir das eigentlich relativ gerade jetzt nicht so wichtig. Muss ich jetzt mal dazu sagen, weil wir haben jetzt ein bisschen was anderes zu tun, wie auf Schatzsuche ständig zu gehen. Obwohl es jetzt vielleicht auch mal eine richtig geile Abwechslung wäre. Muss ich jetzt natürlich zugeben. So, wo warst du denn jetzt hier? Oh, jetzt habe ich gleich den dahinter gebaut, okay. Ach, das ist aber, das sind aber schon die Texturen, oder? Ich glaube, das würde auch sogar was hermachen. Jetzt fehlt es natürlich wieder. Ach, Manu.
Vor allem ist es ja nicht mal kurz damit getan, mal dahinter zu rennen, ein paar Steine zu klopfen, weil das ist ja doch schon eine ganze Strecke. Dann gucken wir, was da wieder kommt. Ich hab dich schon gesehen. Wieso trifft er mich? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, scheiße. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Nimm die Steine mit. Ach. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz fair, aber er ist ja auch nicht fair. Ich muss zu essen einstecken. Das rohe Fleisch möchte ich jetzt nicht essen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal so. Mache ich mir mal schnell zwei Salate. Der kann ja warten. Aber ich muss sagen, das Schwert frisst schon ganz schön an der Ausdauer. Was sollte ich vielleicht doch mal in Erwägung ziehen, mir langsam mal das Sweet Bread zu machen. Weil ich glaube, das gibt sogar noch einen kleinen extra Buff. So, jetzt haben wir da schon mal ein bisschen Kraft getankt. Hehe. So, was sagt denn die Uhr? 4 Minuten hätten wir jetzt noch quasi. Oh, hallo, jetzt habe ich mich quasi erschrocken. Wieso haben wir immer noch Kampfmusik? Hilfe, ich weiß es nicht. Okay, also gut. Ich werde mich jetzt nochmal kurz dazu breitschlagen. Mal schnell dahinter zu flitzen und ein paar Steine zu holen. Weil meine Picke habe ich ja noch. Das müsste dann eigentlich relativ schnell gehen normalerweise. Normalerweise. Ich betone das normalerweise. Aber auf dem Weg natürlich dahin werde ich natürlich auch noch ein paar kleine Steine einsammeln. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch schon genug dadurch. Das Gute ist, wir kriegen ja noch. Ich weiß, ich habe gerade was anderes gesagt, aber wir kriegen ja trotzdem noch die Schatzkartenstückchen. Ich glaube, ich sollte mit Mafia mal so eine richtige Session machen, wo wir eigentlich quasi vielleicht mal eine Folge nur unterwegs sind und Schätze suchen. Wenn wir uns dann dazu halt aufteilen müssen. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, weil ich war schon eine ganze Weile nicht mehr hier hinten, wo mein Loch jetzt war. Kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie viel ich da jetzt schon rausgeholt habe. Was ihr jetzt nicht gesehen habt. So, wo ist meine Mine? Da ist meine Mine. Könnte jetzt natürlich auch sein, dass es ein bisschen dunkel wird, aber dafür habe ich ja noch Fackeln einstecken. Weil unter Tage ist nicht schön. So, dann packen wir gleich mal die Fackel aus. So, ja, ich schon ein bisschen rumgefuhrwerkt. Und etliches rausgeholt. Muss ich auch schon ab und zu mal die Position wechseln, weil wie ihr seht, kommt hier überall schon wieder Erde durch. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ach, hör auf. So. So. Genau. In der Zeit mal ein bisschen Kaffee trinken, wenn der hier klopft. So, also es könnten, wenn ich mich jetzt dazu durchringen kann, beziehungsweise wenn es mir Muffy dann nicht übel nimmt, würde ich jetzt schon mal noch ein bisschen weitermachen. Weil damit man hier ein bisschen vorankommt und Muffy dann vielleicht, wenn er dann wieder da ist, sein eigenes Projekt verfolgen kann, was er vielleicht eventuell schon hat. Und ja, dann würde ich das jetzt mal so machen. Also das mit den komischen Wänden da machen wir jetzt nochmal kurz. Die will ich mir mal angucken, wie die jetzt aussehen. Das möchte ich euch auch gleich mal zeigen. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell wieder zurück. Die Fackel lasse ich jetzt mal brennen, weil ich habe ja noch genug. Und die verbrauchen sich auch nicht mehr so schnell wie damals. Oh, ich sag schon wie damals. Zu meiner Zeit als Medieval, ja, das waren noch Zeiten, du. Da musstest du mit der Fackel aufpassen. Da hatte 10 in der Tasche und kam es mit 4 wieder. Das war, ja, das war echt Fackelverschleiß.
Aber mittlerweile ist es schon ein bisschen effektiver geworden, finde ich. Also zu effektiv fast. Aber gut, das liegt ja auch daran, wie man seine Barbaren eingestellt hat. Ob man überhaupt welche eingestellt hat. Weil, ja. So ist es dann. So. Dann müssen wir jetzt nochmal schnell Steine malen gehen. Und ich sehe schon, mein Hammer macht auch gleich die Biege. Ist ja nichts Neues. Kennen wir ja schon. Platz haben wir jetzt eigentlich noch? Okay, wir haben noch genug. Echt? Das war's schon wieder, ja? So, dafür haben wir jetzt aber schon immerhin 29 Eisen. Oh, das sind schon wieder 5 Born Eisen. Also 5 Eisenbahnen sind das schon wieder. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. So, war der jetzt fertig? Ja. Den aber auch gleich mal schnell mitmachen. So, das war dann das kleinere hier. Und das war wieder das große. Könnte man hier auch gleich mal, dass wir einen Kontrast haben, wie das aussieht. Oh ja, 400 noch, was haben wir? Das könnte jetzt einfach mal hinkommen. Musste ich euch jetzt noch mal wieder zum Farmen mitnehmen, aber das ließ ich jetzt leider nicht vermeiden. So. Also ich finde, das hat was. Man hätte vielleicht sogar tauschen können, dass man das kleinere an die Seiten nimmt und dann das größere in der Mitte. Oder man macht alle drei gleich. Das kann man auch machen. Ah, da kann man sich ja noch was einfallen lassen. Dass man da vielleicht irgendwas als Deko reinstellt oder so. Dass es nicht ganz so schnöde aussieht. So, jetzt könnte ich nämlich auch schon mal die Blöcke hier machen. Damit ich hier meine Struktur noch drauf stellen kann. Das war ja der oben saß, ja. So. So, okay. Dann hätten wir das. Dann können wir hier jetzt nämlich auch noch die ganzen Cubes hinsetzen. Machen wir das nämlich schon mal durch. So. Und dann können wir das hier dann auch noch vervollständigen. Ja, ob ich das jetzt gleich mache, weiß ich noch nicht, weil ich glaube eigentlich, da werde ich dann mal schauen. So, aber in diesem Sinne würde ich sagen, das da hinten gucke ich mir auch schon mal an, wie ich das dann, ob ich das jetzt hier so lasse, weiß ich noch nicht. Muss ich dann mal gucken, ob ich das so lasse. Aber ich werde hier auf jeden Fall nur diese Etage, also quasi das Fundament, was ihr jetzt seht, was ich jetzt schon so halbwegs die eine Wand fertig gemacht habe. Oh, guck mal, der hat einen Baumstamm gekriegt. Juhu! Gott sei Dank. So, der steht zwar ein bisschen schief, aber na gut, da müssen wir vielleicht nochmal einen neuen setzen. Warum der überhaupt so schief steht, weiß ich gar nicht. Der steht auch nicht mal mittig. Naja, egal. Gut. Gucken wir mal. Das kriege ich auch noch hin. So, also wenn der dann nächste Folge wieder klein ist, dann habe ich ihn eingesammelt. So. Da mache ich definitiv nochmal einen neuen. Gucken, kann ich Clay hinmachen? Ne, brauche ich erstmal Clay. Okay. Gut, dann muss ich dann erstmal Clay holen. Setzen wir da einen neuen Baum hin, weil irgendwie stand er mir jetzt zu schief. Und ja, genau. Also, ob ich das jetzt, also das wird jetzt quasi bloß, das Kraus kriegt keinen Keller. Das kann ich euch definitiv schon mal versprechen. Und das wird jetzt quasi bloß das Fundament, dass das Haus quasi ein bisschen höher gesetzt ist. Weil hier wird dann irgendwie entweder hier oder hier wird dann noch eine Treppe hinkommen, wo man dann zum Haus hochkommt und dass man hier quasi die Straße weiterführt. Das ist dann jetzt halt quasi so der Plan. Und da oben dann halt auf das Gebälk das Haus drauf zu setzen dann. Ja, genau. So viel zu meinem Gelaber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein bisschen Feedback da. Ich weiß, ich labere immer dasselbe, aber das ist nun mal so. Ich kann das auch mal weglassen, wenn ihr das möchtet. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Life of a Medieval Engineer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.